Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgern 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute wird es mal wieder Zeit, dass wir uns eine neue Waffe holen. Haben uns ja schon lange keine neue Waffe mehr getestet und viele von euch haben geschrieben, hey Danny, hol dir mal den Zerstörer. Aber bevor wir uns den Zerstörer holen, gehen wir in dieses Event hinein, in das Zeitreise-Event, denn ich habe ja beim Gladiator schon 108 Teile und ich versuche, dass ich diese Waffe mal bekomme. Ich habe noch nie eine Waffe durch Teile erhalten und vielleicht ist ja der Gladiator die erste Waffe, die wir durch Teile erhalten. Und dann werden wir uns den Zerstörer holen und dann werden wir in einen Kampf starten und den Zerstörer mal ausgiebig testen. Aber zuerst hier rein. So, was geben wir mal weg? Ich will eigentlich keinen VIP-Status erhalten, das ist mir eigentlich ziemlich egal. So, jetzt können wir noch ein Ding wegtun. Was geben wir weg? Ich glaube, wir geben die 5 Münzen weg, denn dann können wir eigentlich nur noch gute Preise erhalten. So, Preise erhalten, los geht's. Wir werden ja nicht nur einmal ziehen, wir werden ja ein paar Mal ziehen. Der Zerstörer kostet 265 Diamanten übrigens. Deswegen ja, wissen wir ja, auf was wir hier runtergehen können. So, das nächste kostet nur einen Diamanten, dann 3 Diamanten. Oh, wir haben hier schon wieder 10 Juwelen, das finde ich gut. Einen Juwel. So, und jetzt kostet das Ganze schon 16. Wir bekommen hier anscheinend nur die Juwelen. So, wieder 3 Teile. Und jetzt ist es schon extremst teuer. Jetzt finde ich das Ganze extremst teuer und es sind ja noch verbleibende Prämien, wenn ihr hier seht. 100 Stück Gladiator, 100 Stück Edelsteine, das wäre natürlich gut, wenn wir die erwischen würden. Einen Haufen Münzen von 100 Gold und 5 Teile des Gladiators. Und das ist schon, ja, und irgendwo sind dann auch, glaube ich, noch die 10 Münzen drinnen. Deswegen ist das Ganze gerade sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht. Ich glaube, das zahlt sich auf keinen Fall aus. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Hier können wir ja auch noch etwas weggeben. Ja, was gebt denn ihr immer so weg? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. So, Preise erhalten. Wir spielen da gleich mal. Und was bekommen wir? Oh, 5 Teile vom Wikinger. Das sind ja alles Waffen, die finde ich sehr, sehr cool aussehen. Und da haben wir sogar 100 Teile vom Wikinger. Auch sehr, sehr nice. Da kommen wir da auch schon etwas näher. So, jetzt haben wir dann schon 2 Waffen, die wir fast haben können. Und das Event dauert ja noch. Das Event dauert noch etwas. Also wir können uns noch etwas gedulden. So, nochmal 2 Teile. Ja, gar nicht schlecht. Da gehen wir lieber weg. Ihr seht ja schon, bis am Ende 2 Stunden und 8 Minuten. Dann wird das Ganze wieder aktualisiert. Dann kann man von vorne wieder anfangen. Aber das Zeitreise-Event dauert hier noch ganze 14 Tage. Und falls dir dieses Video gefällt, nicht vergessen, den Daumen nach oben geben. Und ich werde versuchen hier, dass ich mir die Waffen holen kann. So, und hier muss man nichts weggeben, hier kann man nur spielen. Und das finde ich aber auch cool, denn nach 4 Runden erhält man hier 100 Edelsteine und nach 3 Runden erhält man hier schon 50 Edelsteine. Aber wenn es so weitergeht, kommen wir da gar nicht voran. So, als nächstes wären 15 Teile, aber die, wenn ich nochmal eine 1 würfel, wäre es schön. Aber nö, natürlich, dann habe ich gerne würfel ich eine 6. 75 Münzen sind auch eigentlich ganz cool. So, was gibt's hier? Ja, eine 3, wenigstens 5 Teile. Aber wir ergattern hier nie den Hauptpreis. Komm, jetzt eine 4. Yes, da haben wir die 4. Und somit haben wir auch die ersten 15 Teile hier. Ich finde, das ist fast safer, das Ganze zu bekommen. Dauert zwar etwas länger. Oh, eine 1, 30 Münzen, so einmal noch raushauen. Und ich weiß auch nicht, wieso das hier Fallschirmjäger zu Beginn heißt. Keine Ahnung. So, 50 Münzen, da erste Runde. Und somit bekommen wir auch die nächsten 25 Teile. Und jetzt ist es mir eigentlich zu teuer. Jetzt ist es mir zu teuer, obwohl die Preise eigentlich recht, recht gut sind. Obwohl, ja, ich habe jetzt nochmal drauf geklickt. So, 5. Das heißt, wir bekommen 25 Juwelen. Ja, weil wir jetzt die bekommen haben, klicken wir gleich nochmal drauf. Aber da muss ich aufpassen, dass ich noch genügend Juwelen habe für die Waffe. So, 45. Ah, ich meine, es wäre jetzt leicht Juwelen. Ja, komm, wir hoffen, dass wir einfach die 75 Juwelen bekommen. Wir hoffen, dass wir sie bekommen. Nein, wir bekommen natürlich die 10 Teile. Ja, jetzt können wir nicht mehr spielen, da wir sonst uns die Waffe nicht holen können. Ja, wir hauen hier ziemlich viele Juwelen raus. Wir hauen hier fast 500 Juwelen in einem Video raus. Das sind eigentlich 500 Juwelen, denn wir haben ja auch immer ein paar bekommen. Somit haben wir 500 rausgeworfen. Und wir werden uns jetzt den Zerstörer holen. Er ist zwar nicht mehr für mein Level hier akzeptabel, würde ich sagen. Aber ich möchte ihn euch einfach zeigen. Deswegen kaufe ich mir den. Ja, wie gesagt, ich möchte euch hier so viele Waffen wie möglich zeigen, damit ihr keinen Fehlkauf begeht. So, Zerstörer, denkwürdig. Effizienz von 26, Feuerrate 80, Kapazität 8.
und ein Gewicht von 65 ist eine Schrotflinte und macht Verbrennung. Das Verbrennung ist eigentlich sehr interessant, wieso wir kaufen uns das gute Stück. Ist ja fast ähnlich zum Totengräber. Man kann den nicht mehr upgraden. Ich habe ein Spezial-Upgrade, aber ich weiß nicht, welche Waffe ich upgraden soll. So. Rein geht's ins Jetzt kämpfen. Wo spielen wir? Ich würde sagen, wir spielen einen Teamkampf auf einer kleinen Map. Weißes Haus spielen wir viel zu oft. Das Poolparty ist mir fast zu klein. Weihnachtsessen zu lang. Mass of Fire geht nicht. Wäre sonst eine coole Map, muss ich sagen. Für so eine Waffe. Ich meine, Arena 52, Area 52 Labor wäre auch cool, deswegen spielen wir das. Haben wir schon oft nicht mehr gespielt und ich mache mich jetzt mal etwas kleiner für den Kampf, damit ihr hier auch was seht, was hier so abgeht. Oh, ich bin der Einzige im Team. Dann beende ich das und hoffe, dass ich beim nächsten Mal besser hier zusammengewürfelt werde. Nochmal rein, denn es sind ja viele hier im Game, wie ihr seht, es ist ja nicht rot. Yes, so sieht schon besser aus, aber leider haben... So, wir haben schon hier die ersten Verbrennungen und schon den ersten Kill. Nice, sogar einen Unsichtbar-Kill. Mein... Wow, irgendwer stört mich hier. So, wir hauen hier noch eine Atombombe. Yeah, und wir haben den Kill. Wir haben den Kill durch die Atombombe. Läuft ja gut, läuft ja gut. Wir haben jetzt 2 oder 3 Kills. Und ich will jetzt nicht den Samurai-Mech raushauen, denn... So, Kopfschuss. Easy, Leute. Easy. Naja, so easy war es jetzt nicht. Au. Ja, der war gut. Mit dem Anti-Champion-Gewehr hat er mich hier von der Weite gekillt. Und das Gute an dieser Waffe, man braucht nicht so viel Aim. Da es aber eine Schrotflinte ist, muss man nah an den Gegner ran. Was etwas nervig ist. Denn nah dran sein ist nie so gut. So, Kill-Unterstützung habe ich jetzt wenigstens ergattert. Noch einen Kill. Wahrscheinlich durch die Verbrennung. Ah! Man muss schon viele Schüsse hier abgeben. Der Gegner hat einen Totengräber. Weil eben für mein Level ist die Waffe fast zu... Ja, fast zu schwach. Obwohl... So, Kill-Unterstützung. Haustier-Knockout. Wahrscheinlich durch die Dom-Moment. Da kommt ein Unsichtbarer rein. Ja, schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber es läuft gar nicht so schlecht für das, dass wir hier... Ja, und wir müssen halt nahe ran. Und da ist halt ein Anti-Champion-Gewehr des Gegners schon stark. Ja, wenn jetzt jemand... Danny, du hast kein Aim reinschreibt. Weil damit treffe ich schon nicht so schlecht. Ah! Boah, Zirkuskanone. Ja, das ist eine richtig krasse Waffe. Ich kann damit zwar nicht umgehen, aber sie ist richtig stark, wenn man... Da ein paar Treffer holt. So, jetzt hole ich mir aber mal den Samurai weg. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Danny packt den Samurai aus. So, Kill-Unterstützung haben wir ja schon. So, da haben wir noch einen Kill. Schaffen wir damit vielleicht was? Wäre schon schön, mit dieser Waffe auch noch einen Kill zu bekommen. Er brennt. Der Gegner brennt. Das ist ja nicht so schlecht. Trotzdem hat uns jemand mit dem Held gekillt. Wir haben ja gar nicht so wenig Kills. Wir haben nicht so wenig Kills, muss ich sagen. Oh, wir haben ja noch immer den Jetpack angelegt. Was ich eigentlich cool finde, ist, wenn man den Jetpack angelegt hat und wenn man gekillt, dass man ihn trotzdem noch hat. Und wie viele Gegner hier reinkommen? Prototype S möchte ich auch gerne haben, deswegen schauen wir gleich später in den Clan hinein. In der Hoffnung, wir bekommen dafür ein paar Teile. So, das ist ein unsichtbarer Gegner. Okay, Niederlage, wir bekommen aber nur... -3 Pokale. Das heißt, wir sind, glaube ich, gut gewesen. Ja, wir waren der beste Spieler hier. Druhe verfügbar. Ja, wie gesagt, wir schauen in den Clan und wir werden nachher natürlich den Zerstörer nochmal in einer Map testen. Aber jetzt nicht. Jetzt gehen wir hier raus und schauen in den Clan hinein. Ich muss den Clan wieder aufräumen etwas. Ein paar Leute kicken, die nicht mehr so aktiv sind. Denn es sind, glaube ich, einige nicht aktiv. Deswegen, Leute, macht euch bereit, dass in den nächsten Tagen hier was frei wird im Clan. So, tägliche Truhe. Okay, was gibt's hier? In der Clan-Truhe gibt es ja nur ja, Sachen für den Clan. So, wir können was herstellen anscheinend. Leider keinen Prototype S und auch sonst nichts. Für was wird mir eine 1 angezeigt? Komisch. Egal, ab in den Kampf. Deathmatch? Das wollen wir auch nicht. Ja, komm, jetzt spielen wir die Poolparty. Mal schauen, wie das so ist. Obwohl, jetzt springen ja eigentlich in diesem Level-Segment springen alle immer aufs Dach rauf. Was ich extremst nervig finde. Ich mag das Dach nicht. Ich mag es wirklich nicht. Ich sehe auch keinen Sinn. So,
0-0. Da steigen wir schon besser ein als im letzten Match. So, du brennst mal. Oh, der hat die Zirkuskanone. Das ist der gleiche Dude wie vom letzten. So, das meine ich. Die gehen immer alle aufs Dach rauf. Wow, wir haben schon 3 Kills. Ja, okay, ich habe jetzt auch nicht so das gute Aim, aber... Und ich will es jetzt auch nicht auf den Chatback schieben. Aber wir haben uns wenigstens schon 2 Kill-Unterstützungen geholt. Irgendjemand muss die Kills auch unterstützen. So, aber den will ich jetzt haben. Wie, du gehst nicht drauf. Na, yes, Kill-Unterstützung. Stecke ich hier fest? Ich stecke hier fest, Leute. Stecke hier fest. Okay, nicht ganz. Und da es keine Wiederbelebung mehr gibt, ist das Ganze auch viel fairer geworden. Und viel übersichtlicher. Ich habe keine Munition mehr. Yes! Revanche Kill! Wir haben den wenigstens gekillt, Leute. Wir haben den wenigstens gekillt, sind auch draufgegangen. Aber erster Tod. Ganz okay. Ganz okay. So, jetzt ist unser Jetpack genau dann ausgegangen. Yes! Kill mit dem Zerstörer. Yes, Kill-Unterstützung. Und jetzt haben wir nicht mehr viel Leben. Aber unser Team ist vorne. Unser Team ist vorne. Oh, okay, ja, das war jetzt fast klar. Er hat auch wieder noch Nahkampf. Nahkampfwaffe, die Kraftfäuste. Ja, somit war es natürlich für ihn ein leichtes Spiel. So, ich werfe hier mal. In der Hoffnung, es geht jemand rein. Yes, da haben wir den Kill. Und das Gute ist, das ist nämlich eine Waffe, die eigentlich nicht für mein Level gedacht ist. Für mein Level wäre da die Waffe dazu, der... Und wieso kann ich momentan eigentlich keine Doppelsprünge machen? Das finde ich gerade komisch. Ich habe nochmal dieses Gadget angelegt. Zur Kill-Unterstützung. Also ich finde den Zerstörer eigentlich ganz gut. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das, wie gesagt, rein in die Kommentare. Und falls dir dieses Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Und Glocke aktivieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Wäre natürlich auch mega nice. So, der Typ brennt schon ewig. Ich habe schon so viele Salben auf ihn losgelassen. Und trotzdem hält er noch durch. Wir sind nur noch 2 hinten. Oh, wenn ich den schon treffen würde. Aber er trifft auch nicht so gut momentan. Oh, der ist jetzt draufgegangen. Jetzt haben wir wenigstens eine Kill-Unterstützung geholt. Und wir sind jetzt wieder 5 Kills vorne. Oh. Da war eine Bombe irgendwo. Er hat aber nur noch 4 Leben. Das heißt, er müsste auch nicht mehr lange leben. Yes! Revanche Kill! Und jetzt wäre cool, wenn ich denn irgendwoher den Mech bekommen würde, damit ich hier mehr Leben habe. Denn momentan 5 Leben nicht mehr so gut so. Somit sind wir gleich mal wieder länger hier im Game. Mit dem Samurai. Das sollte man eigentlich immer machen. So, yes! Noch ein Kill. Es läuft, Leute, es läuft. Ah, 22 Pokale. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wow. Wir haben nur 6 Kills. Der James G. hat ganze 24 Kills für unser Team geholt. Nicht schlecht. Boah. Das ist richtig gut. Das ist mal mega fett. Daumen nach oben für ihn hier. Weil das ist krass. So, können wir jetzt hier was holen? Challenges. Ja, hier können wir die Belohnung einfordern. Hier nicht. Und da oben braucht es noch etwas. Da könnten wir ein Video ansehen, aber... Keine Ahnung. So, ein Haustier können wir auch noch ausbrüten. Einen Igel. Das ist ein seltener. Okay. Den könnten wir auch schon upgraden. Aber na gut. Das war's eigentlich, Leute. Ich habe euch den Zerstörer gezeigt. Schreibt mir gerne mal andere Waffenvorschläge in die Kommentare, die ich noch testen könnte. Dann würde ich das gerne machen. Vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu hier bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und falls du das nächste Video oder den nächsten Stream nicht verpassen möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du auch die Glocke auf meinem Kanal aktivieren würdest. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut.
und haut rein, Leute. Ciao.